da ich das ganze Haus zurzeit zu meiner Verfügung habe, was ich ein bisschen bedauere, dass kein Veranstaltungsbetrieb mehr stattfindet. Aber warum soll man Trübsal blasen und die Hände in den Schoß legen? Die Techniker haben beschlossen, die Zeit zu nutzen und Arbeiten auszuführen, für die wir sonst kaum Zeit haben. Weil wir haben einmal im Jahr 3 Wochen spielfrei und in den 3 Wochen schafft man wirklich nicht alles wieder auf Vordermann zu bringen, zu reparieren, zu erneuern. Für einen Techniker ist Homeoffice eher eine Geschichte, die fragwürdig ist, sodass wir eben alle hier vor Ort sind. Wir haben unsere Arbeiten auch in 2 Schichten aufgeteilt, um möglichen Gefahren einer Ansteckung aus dem Weg zu gehen. Toi, 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 noch sind wir alle gesund. Und toi, 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 hoffentlich bleibt es auch so. Und wir nutzen hier zum Beispiel im Werner-Otto-Saal, in dem wir uns befinden, unserem neuesten Saal letztendlich, die Chance, die Technik zu überprüfen. Hier sehen wir gerade die Scheinwerfertraversen, die herabgelassen wurden. Wir warten die Scheinwerfer, wir führen die elektrischen Überprüfungen durch. Und wir werden mal schauen, also ehrlich gesagt, wir hoffen, dass diese Zeit nicht so lange dauert, nicht weil wir nicht so viel zu tun haben, da könnte ich jahrelang zumachen, sondern weil wir wirklich alle die Daumen drücken, dass es bald wieder weitergeht und dieses wieder ein singendes und klingendes Haus wird. Was kann ich über diesen Werner-Otto-Saal sagen? Da steckt der Name dahinter, der weder mit einem Komponisten noch mit einem Dirigenten oder irgendeinem anderen künstlerisch wichtigen Menschen zu tun hat, sondern Werner-Otto ist den meisten bekannt durch den Otto-Versand. Und wir haben diesen Saal den Namen von Professor Dr. Werner Otto gegeben, weil er uns das Geld gegeben hat, um aus dem ehemaligen Orchesterprobensaal, der genau an dieser Stelle war, einen multifunktionalen Veranstaltungssaal zu machen. Und wir hatten mal an einem Tag der offenen Tür diesen Raum genutzt, um mal Publikum reinzulassen. Und wir haben festgestellt, es macht sich verdammt gut. Und warum sollte man an so einer wichtigen Stelle, an so wichtigen Ort, dem Gendarmenmarkt, so einen Raum untergenutzt lassen? Und wir hatten eben in der Person Professor Dr. Werner Otto jemanden gefunden, der die Idee gut fand. Und wir haben dann dieses Bauvorhaben angefasst. Und dieses Multifunktionale entsteht ja vor allem durch diese Verwandelbarkeit auch von den Szenenflächen, von den Bühnenflächen, von den Publikumstribünen, durch diese durchgehende Podesterie, wo wir die ganze Parkettfläche mit diesen 1x2 Meter großen Hubpodesten ausgestattet haben, die sich elektromechanisch von dem Pult aus bedienen lassen. Also hier muss keiner mit Manneskraft die Dinger hochleiern. Wir hatten eine Bauzeit von genau 1 Jahr. Wir haben während des Spielbetriebes gebaut. Wir sind pünktlich fertig geworden und wir haben auch das Budget, was uns vorgegeben wurde, auch per Cent eingehalten. Wir hatten sogar zum Schluss noch Geld übrig, was wir dem Sponsor zurückgeben wollten, aber hatten ihn gleichzeitig gefragt, ob er Geld für uns hätte, um die Einweihungsfeier hier durchführen zu können. Und damit war das Geld dann aufgebraucht, aber wir waren alle glücklich und froh. Und seitdem trägt dieser Raum den Namen Otto-Saal, Werner-Otto-Saal.